Ihre Forderungen an Herrn Grünig betragen 150.000 Courantmark. Und Sie wären unter keinen Umständen bereit, Ihre Geduld für... Meine Geduld? Das ist gut. Keineswegs. Das ist ganz ausgeschlossen. Dann müssen die Dinge ihren Lauf nehmen. Ich werde Sie nicht aufhalten. Erlauben Sie mir... Können Sie mir? Gerade jetzt? Bei dem Unglück mit den Wechseln von Westphal wäre das doch eine allerliebste Okkasion. Die Firma Wunderburg könnte zeigen, dass sie stärker. Meine Zahlungsfähigkeit klarzustellen, habe ich es nicht nötig, mein Geld in die nächste Pfütze zu werfen. Ah. Oh. Wollen Sie Ihre Tochter ins Elend stürzen? Vor gerade mal 4 Jahren, als uns schon einmal das Messer an der Kehle stand, als wir ganz plötzlich die Verlobung mit Mademoiselle Buddenbrook an der Börse ausschreiben ließen, obwohl sie noch gar nicht wirklich stattgefunden hat. Wie haben wir es denn eigentlich angestellt, das Töchterchen und die 80.000 Mark zu ergattern? Oh ja, natürlich, man legt dem rettenden Herrn Papa recht hübsche Bücher vor, wie gemalt, und dabei waren 3/4 der Mitgift bereits Wechselschulden. Ich habe Erkundigungen eingezogen. Das Übrige war Gottes Wille. Oh, Gottes Wille, ja, ja. Und man hat Erkundigungen eingezogen? Bei wem? Bei Bob? Bei Maßmann und Tim? Bei Gautsticker? Bei Petersen? Ja? Aber die waren doch alle engagiert. Die waren doch alle ganz ungeheuer engagiert.